Liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder zu Runde, ich habe keine Ahnung, 10, 11 oder 12. Wer wisst es schon so genau, meine Tochter ist mit dabei. Und heute haben wir aber wirklich Feines wieder für euch. Nämlich eine absolute Sensation aus dem Hause Tommy, eine Eigenproduktion. In dem Sinne, es ist ein Jugendrad von Bauer, Traditionsfirma. War vermutlich mal in der Senatsreserve, aber als Jugendrad ist es sehr unwahrscheinlich. Es ist die seltenste Rahmenform, die es tatsächlich von diesen Rädern gibt. Also ich habe viele Räder gesehen vom Bauer, auch Damenräder oder so. Aber so ein Jugendrad in der Form, dass hier das sogenannte, diese Doppeloberrohrstrebe endet, habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein wirklich schönes Rad. So. Die Sache ist die, man muss jetzt mal richtig schauen, was ist noch original von diesem Bauer erhalten. Original erhalten ist noch von diesem Bauer der Rahmen, Gabel, Steuersatz, Vorbau und Lenker. Sowie die Tretlager und Pedalarme, Tretarme. Vermutlich sogar auch noch die Pedalen. Der Rest ist neu von mir aufgebaut worden, also neu rangekommen, weil entweder defekt oder eben total verschlissen, das kann ich nicht mehr sagen, ist nämlich auch schon 5 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Am Ende war das Projekt nämlich so teuer, dass es bis jetzt keiner gekauft hat. Allerdings werde ich auch jetzt hier bei eBay nicht ab 1 Euro einstellen, das geht einfach nicht, das mache ich nicht, sonst könnte ich es auch wieder auseinandernehmen und die Teile einzeln verkaufen. Also, ich werde die ganzen Teile nachher noch mal zusammenrechnen, was sie mich gekostet haben. Und das, so wird das Rad dann angesetzt. Das muss es dann auch bringen. Jo, also, was hat der Tommy neu gemacht? Der nächste Punkt, den es zu klären gibt. So, der Tommy hat neu gemacht an diesem Rad. Einen komplett neuen Laufradsatz. Und zwar gleich einen mit Nabendynamo hat er verbaut. 26 Zoll Kastenfelge mit Nabendynamo. Laufradsatz, nagelneu. Vorderrad mit Nabendynamo, Hinterrad mit Rücktrittbremse. Wie gesagt, nagelneu. Das nächste, was Tommy neu gemacht hat, ist natürlich die Bereifung, sprich die Decke und Schlauch, Felgenbänder. Auch das ist alles neu. Und zwar Schwalbe Kojek Reifen. Schwalbe Kojek. Kojek. Tada. Nagelneu. Hier sieht man es. Die Noppen sind alle noch drauf. So wie es sich gehört. Was wurde denn noch gemacht? Natürlich wurde aufgrund des Nabendynamos im Vorderrad eine Lampe eingebaut, eine passende, eine im Retro-Stil schwarz von Busch und Müller. Genau, mit Schalter natürlich. Retro-Stil bei der Beleuchtung auch hinten, beziehungsweise nicht Retro-Stil, sondern eine wunderschöne alte Lampe, die ich hier unten platziert habe. Und das funktioniert wunderbar, das Licht. Das sieht wirklich toll aus, sieht gut aus. Absolut genial. Passend zu der Retro-Geschichte gab es natürlich einen Brooks-Sattel. Ein Brooks Flyer S, Champion Flyer S. Mit Federung. Zweieinhalb Probefahrten hat das Rad halt hinter sich, darf man nicht vergessen. Und dementsprechend auch die Ledergriffe, nicht von Brooks, die von Westphal müsste das glaube sein. Die haben allerdings mittlerweile, kann man die ruhig als Gebrauch zählen, weil Anstellspuren von 5, 6 Jahren Lagerung haben sie hinter sich, ne, an den Enden. Ansonsten ist dieses Rad fast neuwertig. Also ein wunderschönes altes Rad, alter Rahmen. Ich gehe nochmal auf die andere Seite.
Die Kette ist natürlich auch neu. Tada, wie man sieht. So eine Kette mit Anti-Rost-Beschichtung, deswegen sieht die so hell aus. Und ebenfalls die Bremse vorne, die Felgenbremse, ist neu. Eine Zangenbremse mit einem Weinmann-Bremshebel, auch der ist neu. New Old Stock, da durfte ich mal 200 Griffe kaufen und deswegen habe ich immer die nagelneu. Die sind eigentlich gut, die sind total simpel, aber die haben ein gutes Übersetzungsverhältnis. Man kann wirklich gut bremsen damit. Jo, das ist das Rad. Bauer Jugendrad. 26 Zoll. Klein, aber fein. Aber selbst ich bin auf dem Rad schon gefahren, also sieht dann zwar auch witzig aus. Also, der Preis im Laden von diesem Rad war 450 Euro. Rechnen wir mal den Sattel mit 50 Euro, was der auch in dem Zustand jetzt, also so leicht gebraucht, in dem Zustand noch bringt. Also das sind immer noch 50 Euro, der weniger sind immer noch 400 Euro, die ich bringen müsste im Laden. Ich schätze mal, ich komme mit in Summe der Teile ohne, und den Einkauf muss ich dabei mitberechnen, weil das ist wirklich eine Rarität, das ist eine Seltenheit, komme ich bestimmt, aber auch auf tatsächlich 350 Euro. Wenn jetzt jemand zu mir in den Laden kommt und sagt, ich brauche einen Laufradsatz hier, ich brauche die Schwalbe Kojak-Reifen, ich brauche die Schläuche natürlich, die Felgenbänder müssen bezahlt werden, die Lampe muss bezahlt werden, die Bremse muss bezahlt werden und irgendwo ja auch der Draht ein bisschen. Dann kommt der nicht unter, also nicht unter 300 damit raus. Also geh mal davon aus, ich werde das Rad mit entweder, mit, also ich werde es mit 350 Euro ansetzen müssen. Dann gehen ja immer noch 35 Euro Gebühren ab, dank eBay. Und deswegen liegt dann schon in dem Bereich, dass das Material wenigstens bezahlt ist. Ansonsten macht es keinen Sinn für mich, müsste ich es dann auseinandernehmen wieder und einzeln vertickern, was total schade wäre. Oder ich behalte es dann halt. Ne? Also unter 350 würde ich es nicht abgeben wollen. Geht halt nicht. Das muss auch toleriert werden. Die Dinge kosten halt Geld. Ich bezahle viel dafür, dass ich schöne Räder euch präsentieren konnte die letzten Jahre. Viele fanden es auch toll und haben gesagt, Mann, toll, super, schön, ja, aber ein bisschen teuer, weil für die Geldbeutel hier ist das halt nichts. Es ist aber ein wunderschönes Rad. Und ein seltenes Rad. Bauer sieht man in Berlin sehr oft wegen Senatsreserve. Senatsreserve hieß, also es wurde ja irgendwann in Berlin mal zugemacht. Ne? Wie ihr wisst, West-Berlin wurde abgeriegelt von der BRD. Das war 61, wer es nicht weiß, August 61 wurde die Mauer gebaut. Tja, und dann standen sie da und hatten Angst. Der Berliner Senat sozusagen hatte Angst. Wie sollen wir uns denn fortbewegen oder so, wenn auf einmal gibt es keinen Kraftstoff mehr oder so, ja, und wir können unsere Autos nicht bewegen. Also kaufen wir einfach mal, was weiß ich, 4, 5, 6, 7, 800 Räder vom Bauer, ein Teil der Produktion vom Bauer, die damals aufgekauft wurde. Deswegen sieht man in Berlin ab und zu mal wunderschöne Bauerfahrräder in einem wunderschönen Zustand durch die Gegend fahren. Die werden eben jetzt die letzten Jahre kaputt gerockt, aber davor waren sie einfach mal bis Mitte der 90er Jahre tatsächlich, wo es aufgelöst wurde, in der Senatsreserve. Für den Worst Case, dass man kein Benzin mehr hat, um seine Autos zu bewegen und die Beamten mussten ja irgendwie mobil bleiben oder der Senat musste am Laufen erhalten werden. Also wurde das eingebunkert, eingelagert und somit haben sie irgendwie reichlich Jahre unbeschadet überdauert und sind so, jetzt werden sie langsam auf den Markt gespült. Mittlerweile sieht man kaum noch welche, ehrlich gesagt, weil das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, wo die verkauft wurden. Mittlerweile sind sie 20 Jahre alt. Ja, das ist es. Das ist das Rad für heute. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie es mir gefällt. Jetzt, wo es hier auf dem Tisch steht, möchte ich es gar nicht mehr weggeben. Es ist schön, es ist toll. Damit schließe ich. Denkt dran, abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten viel Erfolg beim Bieten.